Viele Menschen haben die Angewohnheit, ihre Nägel zu kauen. Wir Zweibeiner können uns die Nägel bis auf die Knochen abkauen, wenn wir ängstlich, nervös oder gelangweilt sind. Aber wusstest du, dass auch Hunde dieses Verhalten zeigen? Anders als beim Menschen hat das Nägelkauen und Pfotenlecken bei Hunden in der Regel keine emotionale, sondern eine körperliche Ursache. Ein paar Mal lecken, um nasse oder schmutzige Pfoten zu säubern, ist zwar völlig normal, aber übermäßiges und wiederholtes Beißen, Kauen oder Lecken ist wirklich ein Grund zur Sorge. Wenn sich dein Hund also wiederholt und ausdauernd die Pfoten leckt oder an seinen Nägeln kaut, kann das ein Zeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt. In diesem Video verraten wir dir die möglichen Ursachen für dieses Verhalten. Nummer 1. Nägellänge. Es gibt viele Gründe, warum Hunde Nägel kauen oder an den Pfoten lecken. Manchmal kauen Hunde ihre Nägel, um die Nägellänge zu kontrollieren. Es wäre sicher schwierig, einen Nagelknipser zu benutzen, wenn man gar keine Daumen hat. Wie menschliche Nägel wachsen auch die Nägel von Hunden kontinuierlich. Wenn sie zu lang werden, können sich die Nägel einrollen, was Schmerzen und Unbehagen verursachen kann. Außerdem werden lange Nägel eher spröde, knacken oder brechen. Abgebrochene Nägel können auch sehr lästig für einen Hund sein, der das Problem dann durch Nägelkauen beheben möchte. Nummer 2. Infektion. Manche Hunde kauen ihre Nägel auch wegen einer bakteriellen oder pilzbedingten Nagelinfektion. Verletzte Nägel bilden eine offene Wunde, die anfällig für Bakterien ist. Das Kauen auf einem verletzten Nagel kann zu einer Infektion führen, die wiederum zu weiterem Kauen führt. Das ist ein wirklich schmerzhafter Kreislauf. Weitere Symptome einer Infektion sind Entzündungen und nässender Ausfluss. Nummer 3. Langeweile oder Angst. Auch wenn es seltener vorkommt, können Hunde ihre Nägel beißen, um mit Langeweile oder Angst fertig zu werden. Das ist ein selbstberuhigendes Lecken und Beißen. Das Nägelkauen kann auch eine Nebenerscheinung des Leckens und Beißens von Pfoten sein. Es kann sein, dass dein Hund zunächst gar nicht die Absicht hat, seine Nägel zu kauen. Wenn er aber bereits an seinen Pfoten kaut und leckt, neigt er vielleicht eher dazu, auch an den Nägeln zu kauen. Nummer 4. Allergien. Inhalationsallergien ist die häufigste Ursache für übermäßiges Pfotenlecken und Nägelkauen bei Hunden. Wie bei Menschen verursachen Allergene in der Luft oft starken Juckreiz. Hunde lecken und kauen dann an ihren Pfoten, um den Juckreiz zu lindern. Hunde können sich auch die Nägel kauen, um den Juckreiz der Allergie zu bekämpfen. Diese Verhaltensweisen können auch durch andere allergische Reaktionen ausgelöst werden, zum Beispiel durch Nahrungsmittelallergien. Weitere Symptome einer allergischen Reaktion sind geschwollene und gerötete Haut, juckende und tränende Augen, Atemprobleme und eine laufende Nase. Und Nummer 5. Arthritis oder Verletzung. Es kann auch sein, dass dein Hund seine Pfote leckt oder kaut, weil er aufgrund von Arthritis oder einer Verletzung Schmerzen hat. Hunde beißen und lecken oft an der Stelle einer Stichwunde oder eines Splitters. Dein Hund könnte zum Beispiel auf einen losen Nagel treten oder sich einen Dorn zwischen den Zehen einklemmen. Andere Fremdkörper, die häufig in die Pfotenballen von Hunden gelangen, sind Zecken, Grashalme und Kletten. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, warum dein Hund dich ableckt, dann schaue dir das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.